fahren wir die Strecke. Die soll eine Nachtfahrt sein. Schnellschatten machen wir mal. Oder schauen wir einfach in der Garage. Streckenmodi. Will ich heute Loop, befahre die Strecken von Start bis Ziel. Zwei miteinander. Rundfahrt, fahre die Strecken von Start bis Ziel und dann wieder zurück. Ich würde sagen Rundfahrt. Korrigiert mal ein bisschen mehr Geld rein. Du kannst zwischen zwei Fahrmodi wechseln. Im realistischen Fahrmodus sind einige Hilfen, inklusive automatische Gangschaltung und Geschwindigkeitsbegrenzung deaktiviert. Bus. Um die Immersion zu erhöhen. Es wird empfohlen, das Tutorial für den realistischen Fahrmodus wenigstens einmal zu spielen, indem du ein neues Unternehmen aktiviert realistischen. Okay. Will ich eigenständig schalten? Aber wir sind noch realistisch gefahren. Okay, dann bleiben wir realistisch. Falsch starten. Oh, bin ich jetzt ganz blöd. Eingabemodus, lenken mit Tastatur, lenken mit Maus, Steuere was? Lenken mit Tastatur. Das ist doch alles andere Blödsinn. Entsperren. Oh ne, Moment, ja doch, entsperren und entsperren. Oh. Und innen drin wieder auch entsperren. Fahrertür. Ja. Dann die 9 und die 0. Moment. Die ist, glaube ich, nicht die 0, aber. Ja. Ich glaube, wir müssen noch rückwärts fahren, ich bin mir unsicher. Licht auf alle Fälle an. Vordere Tür schließen. Kann ich jetzt einfach so rausfahren? Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, da kann ich einfach rausfahren. Fahren wir einfach erstmal raus. Lampe 7. Vielleicht die Feststellung müssen wir noch lösen. Fährt sich's besser? Und jetzt kann ich jetzt die Kamera rausbewegen. Nee, ich bin verwirrt. Falsches ausgewählt? Doof. Ich hab bestimmt das falsche Ding ausgewählt. Ah, jetzt geht's. Nein. Ah, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht auf die Taste drücke. So, zentrieren und ab zur Astra-Promenade. Huch! Nächster Halt, Astra-Promenade.
War da jemand mit dem Rollstuhl? Nee. Sehr gut. Hallo! Immer rein in die gute Stube. Huch. Habe ich vergessen, alles zu machen. Ein Forschungszentrum, okay. Nochmal den Tempomat wieder aktiviert. Muss irgendwann nochmal die Kameraperspektive ändern. Geht aber gerade schlecht, weil OBS halt an ist und genau die Tasten, die man dafür braucht, und genau die man nutzt, sind meine. Merci. Sind genau meine Stream- und Aufnahmegedöns. Was? Mehrere Tickets? Okay. Einzelstandard 2 Wechselgeld 1, 2, 3, 4, 5. Das, dann 50 und jetzt 10. Ah, perfekt. Und 2 und 1. Aus und zack. Und weiter geht's zur Nordspeiche, wie bereits gesagt wurde. So, Sonne kommt raus, ich sehe mal wieder so gut wie nichts. Oh, ist der wirklich nix. Natürlich Einzelstandard drucken. 7,80 €. Welchen Badeanzug? Ja, denn ich sehe dich, es ist zu hell. So die Sonne. Geht doch. Und weiter geht's. Südspeiche bekommen. Fahrkarte. Einzelstandard drucken. Bitte. Weiter geht's. Eigentlich habe ich geblinkt, aber auch egal. Boah, ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde.
Ja, ist schon eine Challenge. Monitor auf hellste Lautstärke, genau. Auf hellste Helligkeitsstufe und man sieht so gut wie nix. Das Komische ist, ich coache es nur auf dem LG-Monitor abspielen. Ich kann es auch leider nicht wechseln. Dass es dann auf dem vom ViewSonic ist. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Gerne doch. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte, ein Wochenticket sogar. Woche, Standard, 121. Danke. Was natürlich leider ein Nachteil ist, weil ansonsten hätte ich jetzt hier garantiert keine Probleme. Will auf jeden Fall noch was sehen. Aber da könnte ich halt nämlich für die Helligkeit ändern. Und noch den Kontrast und so. Da würde ich wahrscheinlich mehr sehen, aber ich kann es leider halt nicht draufsetzen. Deswegen muss ich gerade echt angestrengt gucken. Und ich kann gleich schon wieder schlafen, wenn ich merke schon. Okay, 30 ist also zu schnell. War klar. Ja gut, Gestern warst du jetzt seht ihr zumindest schon schon mal, nachmittags wie im man das Schwimmbad nicht und macht. hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Eieiei. Ja, gut, passiert. Passiert leider. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Danke. Bis dann. Bis dann. Ach, verdammt. Zum Glück ist bald Sonntag. Hab dann höher nichts gesehen, weil ich nichts sehe. Ich habe noch Zeit. Was drin? Ja, ne? Ja, dann können wir einfach mal. Nein, ganz spontan. Kurz nach dem Tickets Was? gucken. Ach so, hier, bitte. Klar. Na klar. Hier. Hier. Hier Ja, bitte. hier, ganz genervt, hier. Augenblick. Da. Hier, Oh, hat bitte. wieder eine Schade. Na gut. Puh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Ich würde gerne aussteigen. War wohl der falsche Bus. Hier muss ich raus. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, eine Tagesfahrkarte, Student, Anzahl 1 drucken und 4,60 €.
Und weiter geht's. Gesundheit. So gewährt man also Vorfahrt zu wissen. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Glaubst du das? Ah, perfekte Halteposition. Aber sicher doch. Bitte. Warum denn so genervt? Astra-Promenade, Endstation, juhu, wir haben es geschafft. Die erste Tour ist durch, mal gucken. Ah, klar, $731 weniger, wegen Unfall, aber naja, mal gucken, was die Tour so gebracht hat. Leider keine perfekte Tour. Genau, bitte alle aussteigen. Mehr Müll hier. Nee. Dann fahren wir mal zurück. Auf Ende. Scheiße. Ja, das geht schon besser. Kollision und so weiter, aber immerhin. Wöchentliches Einkommen von 29.500. Neues Wrap, neues Dicke, neue Farbe. Nice. Okay. Level 5. Oder? Okay. Kann man machen, die erste Spalte zeigt die gesamten Ausgaben und das Einkommen aller erschrecken. Wöchentliche Einnahmen, okay, 28.000 immerhin. Ja, nächster Schritt, Fahrtenverlauf. Die Serie wird den letzten Fahrten anzeigen. Klicke auf das jeweilige, auf den jeweiligen Balken, um die Statistik von vorherigen Schritten anzusehen. Unternehmensstatistik. Diese Spalte zeigt eine allgemeine Statistik betreffend eines Unternehmens. Unternehmenswert 155.000. Blablabla. Tutorial beenden. Wunderbar. Oh Gott, ich sehe nächste Sonne. Ja gut, dann... Zurück zur Karte. Was sagt denn die Mission? Bus lackieren, neue Strecke erstellen, fahren neue Strecke, bestehende Strecke erweitern, fahren die erweiterte Strecke.